mal! Hinterher, der schnell wie der Wind! Vorwärts! Die beiden es schaffen? Die kommen nicht mal nah genug ran, um ihm ein Lasso um den Hals zu werfen. Der Boss sollte doch wissen, dass es reine Zeitverschwendung ist, das Biest zu fangen. Halt! Lass ihn laufen, Pete! Warum sollen wir schon aufgeben? Irgendwann wird auch der mal müde. Ja, in 3 Jahren vielleicht. Komm, wir reiten zurück zur Ranch. Sofort ein Lasso quer durch die Koppel und treibt die Pferde auf die andere Seite. Warum denn? Ich bin sicher, dass der schwarze Leithengst bald seine Herde vermissen wird und ich möchte ihm die Gelegenheit geben, sich wieder mit ihr zu vereinen. Ist. Geh schon weiter. Ja, jetzt nur noch ein paar Schritte. Also doch noch erwischt. Ein wunderschönes Tier. Das kann man wohl sagen. Aber es wird nicht einfach sein, den zu bändigen. Da haben wir bestimmt noch was vor uns. Der Temperament wie eine Furie. Wie nennen wir ihn überhaupt? Du hast ihn doch eben selbst getauft. Fury. Ja. Hey, müde wirst du wohl nie. Zäher Bursche, was? Ja. Das werden wir ihm gleich austreiben. Der ist verrückt geworden. Glaubst du, dass er schafft? Ich tippe auf den Hengst. Das ist ja ein ganz gefuchster Bursche. Zurück! Dir nur von mir aus. Aber dieses Biest ist wahnsinnig. Da kann ich dir noch recht geben. Lassen wir ihm erst mal ein paar Tage Zeit, sich zu beruhigen. Bis dann. Ich habe in der Stadt was zu erledigen. Vergiss nicht, was der Boss gesagt hat. Sonst schickt dieser schwarze Teufel dich noch in die Hölle. Schon sein. Die liegen doch wie immer hier in der Kommode. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe diese Woche vergessen zu waschen. Ich glaube, unsere nächste Anschaffung ist eine Waschmaschine. Was wir brauchen, ist eine Frau im Haus. Hey, jetzt fang ich schon wieder an. Ach, du bist ein alter, verbohrter Dickschädel. Ein Mann braucht nun mal eine Frau, die sich um ihn kümmert, Jim. Was glaubst du, was eine Frau aus dem Haus hier macht? Ich war mit der besten Frau verheiratet, die es gibt. Aber das geht wohl in deinen Schädel nicht rein. Ja, ich weiß, aber schließlich hat der liebe Gott sie zu sich genommen. Der liebe Gott hat nichts damit zu tun. Ein verrückter Betrunkener. Obendrein ist er noch viel zu schnell gefahren, sonst wäre sie noch am Leben. So schnell gibt unser schwarzer Teufel nicht auf. Es gefällt ihm nicht, eingesperrt zu sein.
Wer mag das schon? Los, gib es her! Ich denke ja nicht dran! Es gehört mir! Verdammt, lass mich los! Hab's gut. Du bist gemein! Das lass mir nicht gefallen! Tu, was ich dir sage! Schon größere als du haben versucht, mich rumzukommandieren. Vorsicht! Das könnte dir so passen, einfach davon zu laufen. Das ist schon die dritte Scheibe, die du in diesem Monat kaputt machst. Ich habe es gar nicht gemacht. Glaubst du vielleicht, die ist von alleine zerbrochen? Jetzt wollen wir doch mal sehen, was der Jugendrichter dazu sagt. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Von mir aus können Sie mich auch verprügeln. Ich habe wirklich viel Geduld mit dir gehabt, Joe, aber es gibt eine Grenze. Ich habe dich beim letzten Mal schon gewarnt, dass Kinder, die sich nicht ordentlich aufführen, in eine Besserungsanstalt gesteckt werden, wo man ihnen beibringt, wie man sich benimmt. Da du nach den Unterlagen hier keine Angehörigen hast, die sich um dich kümmern, sehe ich mich gezwungen, dich in ein Heim für schwer erziehbare Kinder einzuweisen. Darf ich mich zu Wort melden, Richter? Das ist doch Jim. Jim Newton. Guten Tag, Richter. Freut mich, Sie zu sehen, aber was führt Sie her? Dieser Junge und das zerbrochene Fenster. Haben Sie den Vorfall beobachtet? Ja, aber er ist es nicht gewesen. Er sagt die Wahrheit. Es war ein anderer Junge. Das verstehe ich nicht. Warum hast du mir das nicht gesagt, Joe? Höchstwahrscheinlich hat ihn sein männlicher Stolz dazu bewogen, den Mund zu halten. Ist es so, wie Jim sagt, Joe? Ich habe noch nie jemanden verpetzt. Das ist doch kein Petzen, wenn man die Wahrheit sagt, Joe. Haben Sie was dagegen, wenn ich mit ihm rede? Nein, bitte, ganz und gar nicht. Ich habe gesehen, wie ihr euch geprügelt habt. Du hast dich mutig gewehrt. Wer sind Sie, auch ein Polizist oder was? Nein, ich sehe nur gerne einen guten Boxkampf. Erst recht, wenn es was zu verteidigen gibt. Worum ging es eigentlich? Ach, dieser Dummkopf versucht mich immer zu ärgern. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Ärger dich doch einfach nicht, dann hört er auf. Was kann ich dafür, dass ich ein Waisenkind bin? Wer kümmert sich denn um dich? Niemand. Ich kann sehr gut selbst für mich sorgen. Das sieht aber nicht danach aus, sonst müsste der Richter dich nicht in eine Besserungsanstalt stecken. Was wollen Sie von mir? Sie sind wohl so ein Fürsorgebeamter, der mich lieber ins Waisenhaus stecken möchte. Viel Vertrauen scheinst du zu deinen Mitmenschen nicht gerade zu haben. Das soll kein Vorwurf sein. Was hältst du von einem Ort, wo die einzigen Absperrungen Weidezäune sind? Was soll das? Sie haben wohl noch nie ein Erziehungsheim gesehen. Es ist kein Heim, sondern eine Ranch. Mit vielen Pferden. Pferde? Mhm. Magst du Pferde? Oh ja, sehr. Ich könnte vielleicht noch einen geschickten Jungen gebrauchen, der beim Pferdetreiben hilft und ab und zu auch mal die Hühner füttert. Selbstverständlich würdest du auch einen Cowboy-Pony mit Sattel kriegen, damit du uns begleiten kannst, wenn wir wilde Pferde einfangen. Hast du Lust? Natürlich, wenn Sie das ehrlich meinen. Eins wollen wir von Anfang an klarstellen. Dass wir beide immer zueinander ehrlich sind und uns nichts vormachen. Einverstanden? Versprichst du mir das? Ja, natürlich, ich schwör's. Schön, dann wären wir beide uns also einig. Wir werden bestimmt gut miteinander auskommen. Falls der Richter nichts dagegen hat. Dir werde ich beibringen, wer hier der Stärkere ist. Das solltest du lieber lassen, Bark. Der Boss hat doch gesagt, du sollst das Pferd in Ruhe lassen. Ich bin alt genug, um selbst zu wissen, was ich tun und lassen soll. Jetzt nimm die Decke weg. Weitermachen, Bark. Bravo! Das ist wirklich eine Furie. Das Biest werde ich weichklopfen, bis ihm Hören und Sehen vergeht. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das Pferd in Ruhe lassen. Er war schon ziemlich zutraulich, stimmt's, Pete? Anscheinend war es doch noch nicht so weit. Es gibt Pferde, die geben nie auf. Zumindest habt ihr ihn dadurch erst mal wieder erschreckt. Wenn aus diesem Hengst ein gutes Reitpferd werden soll, muss man nett zu ihm sein. Und sich mit ihm anfreunden. Pack deine Seile wieder weg, überlass ihn mir. Wie du meinst, Boss, ich wollte nur was tun für das Geld, das ich hier verdiene. Okay, Gott sei Dank ist nichts passiert.
Bett nicht. Steig runter, Joe. Ach, ich fall schon nicht runter, Mr. Jim. Das glaube ich. Zu dir habe ich auch Vertrauen, Joe. Aber zu diesem wilden Teufel nicht. Er ist gemein und hinterhältig wie eine Raubkatze. Ja, und fast noch gefährlicher. Das sieht man ihm aber gar nicht an. Das ist ein richtiger Mustang. Darf ich mit ihm sprechen? Natürlich darfst du, aber komm ihm lieber nicht zu nahe. Pete, das ist mein Freund Joe. Er wird für eine Weile bei uns bleiben. Hallo, junger Freund. Bring ihn erstmal rüber ins Badehaus. Er muss ordentlich gewaschen werden. Geht klar. Was gibt's denn zu essen? Steak mit Kartoffeln und grünen Bohnen. Und für brave Leute gibt's hinterher einen leckeren Pudding. Hört sich gut an, was, Joe? Ja, schon. Nur die Sache mit dem Badehaus gefällt mir nicht. Vorwärts, Joe. Ich bin gespannt, wie du hinterher aussiehst. Was ist denn mit dir los? Hast du etwa noch nie einen Apfel gesehen? Komm lieber her, sonst lasse ich dir nichts mehr übrig. Wo hast du denn Angst? Doch nicht etwa vor mir? Na endlich, hast du es dir überlegt. Ich weiß genau, was dich stört. Du magst es auch nicht, wenn man dich ärgert. Du bist wie ich. Jetzt sag bloß, es gefällt dir ja nicht. Du hast doch gehört, was Mr. Jim gesagt hat. Niemand darf dir auch nur ein Haar krümmen. Und das meint er auch so. Mr. Jim sagt immer nur die Wahrheit. Nun komm schon. Ich glaube, dass wir beide noch gute Freunde werden. Komm, nimm ihn. Das lasse ich nicht zu. Was geht dich das an? Verschwinde! Hol den Arzt, schnell! Okay. Wie ist das passiert? Der dumme Kerl ist einfach über den Zaun geklettert. Ich konnte den Hengst gerade noch mit der Peitsche davon abhalten, ihn umzubringen. Warum hat er nicht auf mich gehört? Er wollte sich mit dem Pferd bestimmt anfreunden. Ist es schlimm, Tom? Zum Glück hat er keine offene Verletzung. Ein unvernünftiger kleiner Junge. Er hat gewusst, wie gefährlich das Pferd ist. Er könnte jetzt tot sein. Auf jeden Fall muss er ein paar Tage im Bett bleiben. So dumm, dass keine Frau hier im Haus ist. Ja. Wie wär's denn mit der Frau, die in dem alten Cranford-Haus wohnt? Du meinst die neue Lehrerin, Miss Watkins? Ah ja, die macht doch einen sehr freundlichen Eindruck. Vielleicht würde sie uns helfen. Die kennen wir doch kaum, Pete. Dann lernen wir sie auf dem Weg eben besser kennen. Ich reite zu ihr und frag sie. Gut. Auf jeden Fall muss er immer zugedeckt sein. Ich schaue dann später nochmal vorbei. Vielen Dank. Nein, Sie brauchen mich nicht rauszubringen, Jim. Das schaffe ich schon allein. Danke, Tom. Auf Wiedersehen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ihn überschätzt. Ach, er war einfach ein bisschen übermütig. Er ist genau wie dieser Hengst. So habe ich es nicht gemeint. Das ist im Moment alles ein bisschen viel für ihn.
Er ist schon ein feiner Kerl. Auf den können wir uns bestimmt verlassen. Na, mein Lieber, da hast du aber noch mal Glück gehabt. Ich hab dich vor dem Mustang gewarnt. Absichtlich hat er es nicht getan. Er wollte sich an diesem Cowboy rächen. Meinst du Bark? Genau, der war's. Er ist mit der Peitsche auf ihn los und das wollte ich verhindern. Joe, wir hatten abgemacht, immer nur die Wahrheit zu sagen. Na klar, Mr. Jim. Ich hab die Wahrheit gesagt. Vielleicht hat der Huftritt an den Kopf dein Gedächtnis ein bisschen benebelt. Du bist über den Zaun geklettert und Bark wollte dir helfen. Nein, ich schwör's, das ist nicht wahr. Ich hab nur am Zaun gestanden und mit dem Pferd gesprochen. Joe, die Schuld auf jemand anderen schieben ist schlimmer als petzen. Die Wahrheit ist, dass Bark mit der Peitsche gerade noch verhindern konnte, dass der Mustang dich zertrampelt. Und weil du nicht gehorchen kannst, habe ich den besten Hengst verloren, den ich je hatte. Denk mal drüber nach. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Merk dir das. Joe, wir beide haben abgemacht, einander nur die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen. Tag, Miss Watkins. Guten Tag. Nett von Ihnen, dass Sie uns helfen. Unter Nachbarn ist das selbstverständlich. Na, wie geht's ihm? Schon viel besser. Ich koche ihm gerade eine Suppe. Sofern er sie isst. Das hoffe ich doch, damit er wieder zu Kräften kommt. Er ist immer noch bockig, hä? Naja, ich habe den Eindruck, er fühlt sich ungerecht behandelt. Tja, er ist ganz schön eigensinnig. Er ist einfach über den Zaun geklettert, obwohl ich es ihm verboten habe. Es hat sich anscheinend niemand um ihn gekümmert, seit seine Mutter gestorben ist. Und ein Kind ist da genau wie ein Pferd. Es braucht Liebe und Zuneigung, damit sich die guten Anlagen in ihm entwickeln. Sie können wohl gut mit Kindern umgehen. Das muss ich auch. Ich habe 4 großgezogen. 4? Meine Brüder und Schwestern. Als meine Mutter starb, stand mein Vater mit 5 Kindern da. Ach so. Haben Sie wirklich recht mit dem, was auf der Pferdekoppel passiert ist? Selbstverständlich. Warum? Sie können sich nicht vorstellen, was es für ein Kind bedeutet, wenn man ihm vorwirft, dass es schwindelt. Mag sein. Für Ihre Geschwister mag das zutreffen, aber bei Joe liegt der Fall völlig anders. Er ist ein Stadtkind und hat sich in den Straßen rumgetrieben, seit er laufen kann. Und dort lernt man schnell zu lügen, um nicht bestraft zu werden. Wir kennen Joe beide viel zu kurz, um ihn zu beurteilen. Ich habe viel eher das Gefühl, dass er enttäuscht ist. Sein großes Vorbild hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Sie meinen, weil ich ihm nicht geglaubt habe? Das ist für ihn schlimm genug. Dann muss ich unbedingt noch mal mit ihm reden. Mr. Jim, ich habe die Wahrheit gesagt, aber sie hat mir nicht geglaubt. Darum gehe ich wieder dorthin, wo ich hingehöre, Joe. Wahrscheinlich haben Sie recht. Von Kindern verstehe ich wirklich sehr wenig. Und wenn ihr damit fertig seid, fangt ihr das Fohlen und macht ihm ein Brandzeichen. Bark wird hier auf der Ranch nicht mehr arbeiten. Hier ist dein Monatsverdienst. Sattel dein Pferd und verschwinde so schnell wie möglich. Warum? Um zu verhindern, dass man mich einsperrt, weil ich dich totschlage. Lies das. Und ich bin auf deine Lügengeschichten auch noch reingefallen. Verschwinde! Keine Angst zu haben. Ich bin's nur. Ich bin dein Freund. Du hast mich getreten, aber nicht mit Absicht. Was ist mit dir, Fury? Bist du verletzt? Ganz ruhig. Bleib einfach so liegen und steh nicht auf. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Bleib brav hier liegen. Ich werde Hilfe holen. Mr. Jim! Mr. Jim! Schon
überall gesucht. Ist dir auch nichts passiert? Nein, aber Fury. Er ist verletzt und liegt dort drüben. Steig auf und zeig uns den Weg. Wer hätte das gedacht? Du kennst mich doch noch, oder? Du würdest gerne auf mir rumtrampeln und mich mit deinen Zähnen beißen, hä? Aber das kannst du nicht, darum werde ich dir jetzt noch eine kleine Wunde zufügen. Du wirst nie mehr auf jemanden losgehen. Freundchen. Auch alte Kameraden müssen voneinander Abschied nehmen. Na siehst du, ich hab dir doch versprochen, Hilfe zu holen. Tiefer Schnitt, aber es blutet nicht mehr. Der Tierarzt hat einen Transporter, damit können wir ihn auf die Rennspringen. Ich sag ihm Bescheid. Ruhig. Wird Fiore wieder gesund, Mr. Jim? Natürlich, ganz bestimmt. Wenn du ihn gut pflegst, Joe. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mir Fiore anvertrauen? Ich habe volles Vertrauen zu dir, Joe. Und es tut mir leid, dass ich dir einmal nicht geglaubt habe. Hey, hast du das gehört, Fiore? Von nun an bleiben wir zusammen, bis du wieder richtig auf den Beinen bist. Wie ist der Befund, Doktor? Das Bein ist bald wieder so gut wie neu. Das gibt nicht mal eine Narbe. Aber eine Woche lang muss jemand aufpassen, dass er sich nicht aufrichtet. Keine Sorge, Doktor. Da kümmere ich mich schon drum. Tag und Nacht. Einen besseren Pfleger kann sich kein Tier wünschen, Jim. Ja, das stimmt. Ein Pferd kann man nicht reinlegen. Das spürt, wer sein Freund ist. Tja, Joe, dann bringe ich dir meine Matratze und Bettzeug. Außerdem hast du sicher Hunger. Und ich hole meine Gitarre und singe euch beide in den Schlaf. Hast du gehört, Fury? Jetzt bin ich für dich verantwortlich.